Bei mir gibt's nicht nur Essen, sondern auch ein Erlebnis. Sein Küchenstil für mich ist Zukunft. Ich nenne ihn zeitgenössisch surrealistisch. Der Gast schaut dann so verblüffend einfach auf den Teller oder fragt sich dann schon, ja, wo bin ich da? Im angesagtesten Privatclub von Hongkong begeistert ein italienischer Spitzenkoch Künstler, Wirtschaftsbosse und Rockstars. Willkommen im Kick-Club. Wir führen Kick-Club wie unser privates Zuhause. Wenn ihr feiern wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Ausgebildet bei 4 der besten westlichen Küchenchefs, findet er nun seit 5 Jahren seinen Gleichklang in der asiatischen Küchenphilosophie. Es war sehr schwer für mich, weil alle Chinesisch gesprochen haben und mein Englisch war und ist nicht sehr gut. Gianluigi Bonelli, ein Maestro in der Küche und am Papier ein Poet. Mein Gedichtband hat mein Herz gereinigt, meine Emotionen sind darin. Für mich ist der Gianluigi Bonelli wirklich ein außergewöhnlicher junger Koch, ja, wo sich so viele Talente miteinander verbinden. Ich nenne ihn immer Koch. Ich will kein Superstar-Koch sein, das ist mir egal. I really don't care. I don't allow. Auf dem Tisch stehen bei mir weder Pfeffer noch Salz. Wenn's nicht schmeckt, zahle ich es dir. Eine Lehrstunde eines neuen Kochens. Perfektion und Dolce Vita. When East meets West. Heute ist heute, morgen schauen wir mal.